grüß Gott und Servus, liebe Zuschauer. Anusha, ein 15-jähriges pakistanisches Mädchen, musste sterben, weil sie einem Jungen hinterher schaute. Ihr Vater Mohammad Zafar erklärte es der BBC so: Ein junger Mann fuhr an uns vorbei. Meine Tochter sah ihn zweimal an, obwohl ich sie schon mehrmals ermahnt hatte, dies zu unterlassen. Sie brachte Schande über die Ehre der Familie und die Leute redeten über uns. Anushas Mutter, Sahin, beschrieb die Folgen. Meine Tochter hauchte: Ich habe den Jungen nicht absichtlich hinterhergeschaut. Ich werde es nie wieder tun. Aber es war schon zu spät. Ich hatte sie schon mit Säure übergossen. Es war ihr Schicksal, so zu sterben. Anushas Körper war bis zu 60% verbrannt. Ihr Vater hatte sie vor dem Mord noch gefoltert und geschlagen, da er durch ihr Verhalten die Ehre der Familie befleckt sah. Diese ehrenlose Tat nennt man Ehrenmord. Kein seltener Fall, denn um die 1000 Ehrenmorde dieser Art gibt es schon jährlich alleine aus Pakistan zu vermelden. Die Dunkelziffer ist viel höher, da die meisten Ehrenmorde nie ans Licht kommen, weil sie gesellschaftlich akzeptiert sind und die Polizei nur in seltenen Fällen durchgreift. Aber warum tötet ein Vater sein 15-jähriges Mädchen? Und was ist Ehre im Islam? Der Körper der Frau stellt die Familienehre dar. Wird er sexuell bzw. durch nicht gesellschafts- und islamkonformen Verhalten der Frau verunreinigt, so zerbricht die Ehre der ganzen Familie. In vielen Fällen reicht der Wunsch einer Frau nach einem selbstbestimmten Leben, ein unerlaubtes Treffen bzw. Sprechen mit einem fremden Mann, ein Liebesbrief oder ihre Heirat mit einem Christen für den Verdacht der sexuellen Unreinheit. Die Frau wird zunächst mit Schlägen und Ermahnungen umerzogen, um sich wieder gesellschaftskonform zu verhalten. Wenn sie aber trotzdem nicht gehorsam ist, dann sieht der Mann sich gezwungen, selbst für das Recht zu sorgen, indem er die Frau tötet. Für die Wiederherstellung der Ehre muss Blut fließen, wie das arabische Sprichwort sagt: Nichts tilgt die Unehre außer das Blut. Die traditionelle islamische Theologie rechtfertigt das unbeschränkte Recht des Mannes auf die Sexualität der Frau mit der folgenden Sure aus dem Koran. Sure 2, Vers 223. Eure Weiber sind euch ein Acker. Geht zu eurem Acker, wann und wo immer ihr wollt. Aufbauend auf diesen und anderen religiösen Texten, wie zum Beispiel Sure 2, 228 oder auch Sure 4, Vers 34, wird das unbeschränkte Recht des Mannes auf das Leben und auf die Sexualität der Frau abgeleitet. Und sie stellt die Frau unter einer ständigen sozialen Kontrolle. Er ist der strenge Patriarch, der die Sexualmoral des weiblichen Geschlechts in seiner Familie aufrechterhalten soll. Die Frau muss sich also durch die religiösen Gebote sowie auch durch die Gesellschaft einer ständigen sozialen Kontrolle unterziehen. Zwar ist Ehrenmord bekanntlich ein jahrtausendaltes Phänomen, das auch vereinzelt in anderen patriarchalischen Kulturen vorkommt. Aber die Tatsache ist, dass die meisten Ehrenmorde in islamischen Gesellschaften vorkommen. Laut United Nations werden jedes Jahr über 5000 Frauen im Namen der Ehre hingerichtet. Pakistan ist das Land mit der höchsten Ehrenmordrate weltweit, aber auch in Afghanistan, Jordanien, Syrien, Irak, Albanien, Kosovo und der Türkei kommen diese Morde vor. Vielfach werden die Täter überhaupt nicht bestraft und wenn, dann sehr milde, denn der Ehrenmord wird von der Gesellschaft nicht als kriminelle Tat verurteilt, sondern der Täter wird als Held gefeiert. In Deutschland wird fast jedes Monat eine Frau im Namen der Ehre hingerichtet. Allerdings werden diese Morde im Namen der Ehre zunehmend von den Medien als Familiendrama dargestellt oder totgeschwiegen, wie auch fast alles andere, das nicht in das Image des Multikulti-Weltbilds hineinpasst. Manche begründen die Ursache des Ehrenmords mit Tradition. Aber wenn das so ist, warum finden diese Morde dann gerade auch in der dritten Generation muslimischer Einwanderer im Westen statt?
auch die Annahme, dass Ehrenmorde ausschließlich ein Problem von Armut und mangelnder Bildung seien, trifft nicht zu, da dieses Problem unter allen Bevölkerungsschichten bekannt ist. Ja, es ist wahr, dass der Koran nicht explizit über den Ehrenmord spricht, aber er erlaubt, dass die Frau mit Gewalt gezüchtigt werden kann. Das islamische Recht, die Scharia, schafft ein Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau. Sie hebt die rechtliche und gesellschaftliche Stellung und Rolle des Mannes heraus und betont die untergeordnete Rolle der Frau. Sie fordert von ihr den bedingungslosen Gehorsam. Wenn es Menschen gibt, die jetzt meinen, Ehrenmorde und frauendiskriminierende Praxis gehöre nicht zum richtigen wahren Islam, dann sollen Sie uns bitte sagen, zu welcher Zeit hat denn der wahre Islam existiert? Wann war er gut zu den Frauen? Und in welchem Zeitalter hat der Islam die Unterdrückung der Frau durch den Mann verhindert? Während der letzten 1400 Jahre islamischer Geschichte sahen wir dies nicht. Oder sollen wir vielleicht noch die nächsten 1400 Jahre abwarten? Danke fürs Zuschauen.